Auf geht's. Ich bin gespannt, wie die Weihnachtsquest diesmal wird. Letztes Mal haben wir eine Berghütte weihnachtlich renoviert. Mal schauen, was wir heute renovieren müssen. Luxuriöse Berghütte haben wir letztes Mal gemacht. Weihnachtsputz ist die, glaube ich, die Quest. Wir werden sehen. Die Questbeschreibung wird es uns dann nochmal sagen und es dann nochmal genauer erklären und sehen, wenn wir es dann, wenn wir da sind. So, auf geht's. Ich frage mich, ob wir die Wände des Kabuffs, was wir hier haben, ob wir die auch mal einreißen können, weil eigentlich können wir jetzt schon Fußboden-Dings legen, dann können wir vielleicht das Gras hinweg irgendwie. Wir können ja hier Fußbodenfliesen verlegen. Vielleicht könnte man irgendwie hier kann man hier noch zu hinlegen. Das Grundstück vergrößern geht auch nicht. Deswegen will ich die Wände ausreißen und ja. Ich glaube, ich habe ein Achievement gesehen, das heißt Gärtner. Das heißt, wir müssen dann. Irgendwann können wir dann auch den Rasen wegmachen. Ich glaube, früher oder später wird das gehen. Müssen wir eine bestimmte Quest für machen. Ah, frohen zweiten Advent übrigens. Wo das hier spielen, live. Lasertag im Bund können machen wir später. Weihnachtsputz, ja genau das wollen wir machen. Weihnachtsputz. Hey, Weihnachten steht vor der Tür und ich habe ein Problem. Meine Eltern haben eine Delegation besucht und mir vor ungefähr einem Monat ein leeres Haus hinterlassen. Sie kommen bald zu Weihnachten zurück. Es gibt immer noch Spuren der letzten Party zu Hause, einige frühere auch. Weißt du, meine Mutter hat eine idealistische Vision von Weihnachten, das ganze Haus, alle Fenster leuchten, über Weihnachtsschmuck hängt. Ich kann nicht alles selbst vorbereiten. Hilfe, Arnibel. Ich würde mal sagen, das machen wir heute mal. Ah, ist es das Haus? Schmücken wir heute mal wieder ein Haus weihnachtlich. Ist dann auch die letzte Hausflipper-Stream vor Weihnachten, also heute sehr weihnachtlich. Ja, nächste Woche ist Pen Paper. Kommende Woche ist Pen Paper-Stream. Sonntag dann kein Dings und dann ist schon Weihnachten. Und dann werden wir mal gucken, wie ich Weihnachten streamen kann. Muss gucken, eventuell gar nicht über die Weihnachtstage. Was ja auch nicht so schlimm wäre, weil ihr seid ja eher. Ihr seid doch eher bei der Familie. Hoffentlich. Okay, hier. Flutlicht verbunden mit dem Zimmer. Ich mache mal Licht an. Damit man das ganze Chaos hier sehen kann. Erstmal Müll aufräumen. Pizza-Kartons. Die Pflanze auch direkt wegwerfen. Ist schon eigentümlich. Ja,
Irgendwo liegt noch was. Die Pflanze vielleicht. Nein. Unterm Tisch vielleicht oder hinterm Tisch. Ich sehe gerade keiner, aber vielleicht fällt es beim Wischen wieder auf. Im Schrank nicht. So, Verschmutzung reinigen. Hier wird gewischt. Wir brauchen im Flur mal dringend eine Lampe. Das Bild putzen. Ach, hier ist noch eine Flasche. Und jetzt putzen, putzen, putzen. Auf dem Esstisch liegt ein Wettenbein geklingert. Ich habe noch einen Fleck übersehen. Fenster reinigen. Oder auch Türen. Wie lassen die Fenster hier? Nicht öffnbare Fenster hier. Es ist, ich weiß nicht. Nein, ich bin ja hier die Tür zur Seite aufmachen. So, Weihnachtsgirlande. Jetzt kaufen wir wieder dieses hässliche Weihnachtszeugs. Weihnachtsgirlande, wie wär's mit hier da? Weihnachtsstückchen, so das ähnliche Zeug wie drüben Weihnachtsding. Zwei davon. Du wärst denn hier mit. Geschenk, jetzt mach ich auch noch den Weihnachtsmann. Silber sieht doch gut aus. Hier kommt bestimmt noch irgendwo eine Tanne hin. Zwei mittlere Geschenke. Girlande, langhängende Lichter. Okay. Es kann doch hier irgendwo 6 Stück müssen wir davon aufhängen. Kann man am Fenster hier das Fenster hängen. Hier nur eine Lichterkette. Oder 2. Mistezweig. Die geht doch über die Eingangstür, oder? Ein Nussknacker.
Insgesamt sind es aber andere Sachen. Schneekugel-Weihnachten. Ein Adventskranz. Ja, Weihnachtseingangstrend schon was. Schlafzimmer. Die Garage. Über die Garage vielleicht. Den Weihnachtsbaum. Ist aber kleiner, oder? Weihnachtsmarketer. Nee, eher andersrum. Ach so, der Stern. Oha. Passt hier gar nicht rein. Deswegen wollten die nur Mittel. Du passt trotzdem nicht rein. Wieso könnte der hinpassen? Ein Baum dahinter, ein bisschen verlegt. Muss man halt hier so aufmachen, dann kann man so durch. Ist schon machbar. Die Geschenke noch unter den Baum. Der verpackte Wein. So wunderschön. Ein Weihnachtssternchen. Zwei, drei davon gleich. Oha. Da kommt noch einer auf den Tisch hier. Einer hier auf dem Tisch. So, Wohnzimmer ist hergerichtet. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Kann man machen. So, mit welchem Zimmer machen wir jetzt weiter? Hier haben wir ein Zimmer. Das sieht hier schmutzig aus. Erstmal das Bett machen. Das ist ledernes Ruhezimmer. Ich kann nicht wissen, was hier getrieben wird. Und ein Putzer ist weg. Genial. Ein breiter Vorhang zum Einbauen.
bleibt genauso kitschig. So, Schmuck, Adventskranz. Weihnachtsglöckchen, Zweier. Den Sternenlichter. Noch solche. Wunderschön hässlich. Fenster putzen müssen wir nicht. Okay. Oha, das Klo. So, bei Licht gar nicht sehen. Ich brauche aber tatsächlich mal ein bisschen Licht. Okay, Bad ist sauber. Garage. Und das Fenster. Das Auto mitnehmen. Das Auto ein bisschen umparken. Immer auch schade. Das Auto nicht verkaufen. Das Schlafzimmer. Noch Verschmutzung. Wo habe ich was übersehen? Erstmal Fenster reinigen. Okay, haben wir weggekriegt. Hier ein bisschen Schmuck. Drei davon. Ja. Haben wir noch weitere Zimmer? Die waren auch schon. Nö, sieht fertig aus. Ein kürzeres Projekt.
hätten wir zeitlich fast noch hinten dranhängen können. Im letzten Stream. 100%, ja. Haben wir das mal gemacht. Und dann Weihnachten, weiteren Weihnachtsauftrag, ansonsten. Das machen wir mit den anderen weiter. Zweites Bad nötig. Badezimmer und Werkstatt, Haus streichen, Auftrag zum Aufräumen deiner Garage. Farbenfrohe Fiesta. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von der Renovierung habe. Sauna und Ausbauhaus. Lasertag im Bunker. Gestern klingt doch spannend. Unsere Großfamilie wird bald in dem großen Familienhaus eintreffen, um gemeinsam zu feiern. Leider wurde es eine Weile vernachlässigt und ist in keinem guten Zustand. Kannst du es für uns wieder herrichten und rennt die Zeit davon. Kannst du es für uns dekorieren? Es soll schließlich ein Freudenfest sein. Ja, auch dekorieren hat ein bisschen was. Wahrscheinlich nicht weihnachtlich, aber Fiesta. Fiesta Mexicana. Dann schauen wir mal. Mehr aufräumen. Langer Teppich. Verschmutzung. Sieht doch eigentlich relativ sauber aus. Habe ich schon schlimmer ausgesehen. Vergleichsweise echt sauber hier. Hier sind noch Verschmutzungen. Fußmatte. So. Blütensitz. Was auf dem Boden? Okay. Kenne mich den Gebräuchen nicht aus, aber wenn er meint. Das ist hier die Garderobe an der Wand. Ein Spiel. So, dicken Lampe. Die mal den Flur ein bisschen beleuchteter haben. Ein Katzenkürbis. Und das mal klein machen. Zwei davon. So, das ist eine Halloween-artige Feier, ja. Ah ja, Totenfest. So sieht das aus.
Ende fahren. Ja, passt ja. Okay, drei davon brauchen wir, dass ich die besser platzieren können. Du hast geschmückt. Hier haben wir noch Zeugs. Dann nehmen wir es weg. Eine Birne müssen wir hier finden. Glühbirne hier. Reinigen die Verschmutzung. Fenster reinigen. Sofort. Okay, einen Kühlschrank brauchen sie. Ja. Viele Magneten schon dran. Ach, der Schrank, der sollte schon passen. Von der Farbe her. Ich würde es gerne hier hin machen. Dann gehen wir woanders hin. Das passt natürlich nicht. So, vielleicht schon eher. Jo, sieht gut aus. Nun will ich das lieber noch ein bisschen nach links. So machen wir das. Okay, hier noch ein Schrank. Eine Deckenlampe. Dann du musst hier rein. Ein Küchenbrett. Thank you.
Geschirrständer. Kommt hier neben das Waschbecken. Wo auch sonst. Steht ein bisschen schief. Eine Brotaufbewahrungsdose. Messerständer. Passt da nicht rein. So, vielleicht Flötenkessel, wie schön, dass das Flötenkessel heißt. Kochtopfset. Dazwischen. Ein Handtuch. Lacko-Container, okay. Drei davon. Zuckercontainer. Ich erst mal hier. Da habe ich aber noch was übersehen. Okay. Gegenstände verkaufen. Teppich, Deckenlampe. Der TV-Schrank. Ah, das war der letzte Müll. Stühle verkaufen. Da wird was Neues draus gemacht. Ein Zimmer. Ah. Dann Fernseher verkaufen. Kaktus. Das Telefon bleibt hier. Okay, jetzt geht's wieder um Streichen. Leicht Vanille und leicht Biskuit. Biskuit. Klassische Brune fließen. Erfahrungsgemäß.
Welche Wände machen wir jetzt hier? Das ist braun. Rest des Zimmers mit der Farbe. So. Da muss die Sonne nicht verwackeln. So. Strich die Wand an. Ich brauche wieder einmal weiße Farbe. Es gibt eine Vorgabe für die ganzen für die Farben. Ich muss auch noch ein bisschen von der Vanille verstreichen. Dann machen wir mal hier weiter. Ja, das würde ich jetzt irgendwie noch zu Ende machen wollen. Aber eher in der Farbe. Oh je. Und ich brauche Weiß. Ja. Leicht von ihr.
Tja, und wie? Okay, erstmal Fenster reinigen. Fensterputzreihe. Ja, sind die Farben sich jetzt gerade auch irgendwie nicht. Müssen wir Wandfliesen legen. Und ich dann noch mal wieder was verändert wird. Was gibt's da noch zu sagen? Nächtliche Wände und Häuser reinbauen. Streichen, streichen, streichen. Also jeder weiß alles. Okay. Sonst nimmt die Ecke. Ich weiß nicht, wie das alles hier reinpassen soll. Und das zweite Baum auch noch. Thank you.
egal. So ein Stuhl. Was gibt es alles hier reinpasst? So, hier zwei müssen wir noch irgendwo hin. Und viele Stühle. In die Ecke setzen Stuhl. Okay, ich würde mal sagen, machen eine kurze Pause und danach spielen wir hier noch ein bisschen weiter. Ja. So, dann machen wir dann gleich mit weiter mit den Sachen. Ich mache eine kurze Pause. Die brauche ich auch dringend. Ich brauche mal schnell Kaffee. Kurz Kaffeepause, kurz Toilettenpause. Würde ich sagen. Bis gleich.
So, dann wollen wir mal noch ein bisschen. Weiter geht's. Hier mal ein Regal. Keine Ahnung, wo das mir hinpassen soll. Zwei davon, verdammt. Mein lieber Scholli. Da kommen noch 50 Sachen. Muss sie jeden Zentimeter auskosten. Gestaltet hier ein Messi-Haushalt. Hier schon ein anderes, hier schon ein anderer Raum. So, jetzt muss alles hier rein. Ach du Scheiße. Schaukelstuhl, sicher. Ist genau. Er ist in derselben hässlich aussehenden Farbe. Es ist ein Museum für Möbelstücke. Zwei von den Boxen. Das Gefühl, da kommt noch was hin, deswegen. Lautsprecher. Was ist denn zwei Boxen? Lautsprecher jetzt noch. Stelle vom Boden. Eine einzelne CD-DVD, achso, ein DVD-Laufwerk auf dem Boden. Ist noch diese Drecksbluten hier auf dem Boden. Können wir es hier hinpacken? Eine große Kerze. Ein paar Teller. Kleinere Teller, du, hier ist es doch. Bin hier wahnsinnig überfordert. Gebäck gibt es jetzt hier schon. Heiße Schokolade. Okay. Herzkeks. Halloween-Keks. Kommen Sie mit auf die. Ab Plätzchen-Teller. Bunte Muffin. Acht Stück von Muffins. Okay. Kriegt jeder von einem.
Eine Fernbedienung, das lässt nur einen Fernseher vermuten. Eine Deckenlampe. Eine zweite Deckenlampe. Was für ein heilvolles Chaos. Akustische Gitarre. Können wir da mal drauf hängen? Fernseher. Ist nur klein. Größere passt da nicht drauf. Stehen wir erstmal auf dem Boden. Die passt da nicht hin. Sagt sich kleiner Fernseher. Uff. Soundbar ins Regal. Telefon kommt auf den Tisch. Oder aufs Fensterbrett. Natürlich. Fensterbrett damit. Zwei davon. Sichi. Gleich nicht mehr laufen. Mach mal klein hier, damit sie noch überall reinpassen. Kranz, der passt auch noch an die Decke. Der muss auf dem Tisch stehen. Was auch immer. Wahrscheinlich das größte Ding überhaupt. Das sind die Gläser. Leute, die sich damit auskennen, werden wahrscheinlich sagen, was zum Henker stellst du hier an? Es ist auch hier. Bücher, die nicht ins Bücherregal passen, finde ich immer gut. Vier Stück. Wenn die ins Regal passen würden. Stehen die hier überall rum. Okay, jetzt sind wir hier fertig. Was ein Chaos. Schokolade ist doch auch Blödsinn. Ist doch sobald
doch, sobald sie wiederkommen, kalt. Eine kalte Schokolade. Ich stand verkaufen. Alles hier und dann neu einrichten. Fenster reinigen. Ich dachte, die sollen wir auch verkaufen. Wände streichen in rosa. Na, sehr toll. Indische Rose. Hat wohl jemand Sachen vor. Rottöne im Schlafzimmer. Vielleicht nicht umsonst das Rotlichtmenü. Fügt erregend. Ach, was soll's. Event machen wir natürlich noch zu Ende. Jetzt habe ich die Bild drüber geklickst. Lass mal das Gebäude auch sehen. Ich sag, lass mal das Gebäude auch sehen. Joa. Laminat verlegen. Das wird man ja gerade nicht machen. Ach, die Tapete muss auch noch ran. Müssen wir erstmal loswerden, bevor wir das nächste machen können. So, kein Laminat. Sieht hässlich aus als vorher.
sieht aus wie billiges Geschenkpapier verpackt. Vor allem, wenn ich es so mache. So, Doppelbett. Das kriegen wir auch schön hässlich hin. Tonleuchter. Passend zur Einrichtung pink. Mehr oder weniger. Eine Spiegelkommode. Hier wird wieder zugemüllt, dass kein Platz mehr da ist. Noch ein Schrank. Die wollten das so. Wie sollen sie es kriegen? Ich denke, auf beiden nebeneinander, was soll das? Fotokatze. Ich weiß, dass das keinen Sinn macht, aber was passt da nicht hin? Genau so. Ja, finde ich passend. Eine Uhr. Und ein Teppich. Fantastisch. Machen wir so. Erstmal aufräumen. Wie sieht denn hier aus? Sollte das mal ein Spiegel sein? Ah, das ist das. Die Deckenlampe noch. Das Zeug, was noch entfernt werden muss. Zweifarbig. Okay. Ich will diesen Auftrag hinter mich bringen. Das ist katastrophal. Thank you.
50% haben wir geschafft, ja, sehr toll. So viele Wände gibt es gar nicht mehr. Dass damit noch 50% abdecken könnte. Na komm. Wenn schon, dann vollständig. So. Boden fließen. Mit einem Knopfdruck verspecken. Das könnte spaßigstes montieren. Ja. Ein altmodischer Spiegel. Kleiner altmodischer Schrank. Schlafzimmer sind noch nicht fertig. Wir haben einen Handtuchhalter, der sollte vielleicht mal hier in der Nähe von der Badewanne sein. Eine Wandlampe. Zwei von. Kann man sich schon den Kopf dran stoßen. Wenn man noch da sitzt. Shampoo, Körperlotion. Toilettenpapier, das ist sehr wichtig. Zahnpasta. Dass die sich das auch nicht selbst kaufen können, dass das für den als Einrichter, für den als Einrichter hinstellen muss. Aha, hier sind Schemel. Und ein hübsches Bild. Gar nicht mal so groß. Sehr schön. Badezimmer mal erledigt. Schlafzimmer. Müll aufräumen.
Gegenstände verkaufen. Hier ziemlich alles, was hier steht und liegt. Ins Neue einrichten. Im Wohnzimmer haben wir sogar Brötchen gekauft und heiße Schokolade. Das nimmt ja dann sowas von gar nicht. Es ist ja kalt und trocken, wenn ich bis hier raus bin. Bis ich mit den Malereien fertig bin. Wie geht's? Was wollen wir im Schlafzimmer haben? Wenn ich vorher die Tapete ist auch nicht gerade besser. Ja. Das müsste aber auch die Wand noch zu Ende machen. Ich beide. Leer lassen geht ja nicht wirklich. War zu viel verlegene E-Laminat. Laminat kommt eigentlich auf den Fußboden, aber was soll's. Das ist die Tapete. Oha. Zusammengelegten Muster. Ist ja spannend. Boden fließen legen. Jetzt kommt der ganze Quatsch hier hin. Schwarze Katze. Ein Kronleuchter. Wer mag keinen Kronleuchter bei sich? In der Bude. Eine altmodische Garderobe. Etagenbett. Das Kinderzimmer also.
Doch, ne? Okay, das ist das Sammelbettzimmer. Gruppenzimmer. Müsste irgendwie noch ein Schreibtisch reinpassen. Ein Stuhl. Sicher. Nachttisch. Und den zweiten. Den Bär. Pinguin Plüschtier. Yay. Landen. Und noch ein Bücherstapel auf dem Tisch. Nachttischlampe. Zwei soll es davon geben. Och süß. Schlaf mit Katzen. So, setz die Tapete. So wie es sein muss. Nicht großartig. So, Auftrag beenden. Unbedingt. Schaffen wir heute noch einen dritten Auftrag weg. Zweites Bad nötig. Badezimmer und Werkstatt rausstreichen. Auftragszimmer aufräumen meiner Garage. Dann räumen wir doch nochmal noch eine Garage auf, oder nicht? Hey, ich habe ein neues Auto gekauft und das alte würde ich einfach in der alten Garage in der Vorstadt lassen. Meine Garage ist so viel Müll, dass ich nicht einmal weiß, ob ich dort überhaupt reinfahren könnte. Könntest du die Garage für mich aufräumen, sodass ich wieder Platz habe? Wenn ihr zusätzlich das Auto putzt, das dort steht, zahle ich extra. Aha. Das ist ein Wort. Ist ja cool, das ist wirklich nur die Garage. Das ging mal schnell hin. Die Mülltonnen werden auch mit weggeschmissen. Der Reifen bleibt. In 0, nix kriegen wir das hin. Habe ich doch inzwischen geübt. Den Aufräumen so mit Auto kenne ich inzwischen ganz gut. Nur im Live nicht. Haben wir den Tresor bei sich?
So, Verschmutzung reinigen. Mach mal alles wieder blitzblank und sauber. So, die Reifen schon von weg. Was hast du mit dem Auto gemacht, dass es so dreckig aussieht? Putz das Auto mit einem Mop. Wird bestimmt richtig sein. So, hier. Ist irgendwo noch eine Kleinigkeit. Im Auto vielleicht was. Verkaufen können wir es nicht, das ist ja scheiße. Okay, Fenster reinigen. Das würde ich gerne mal gerade hinstellen. Die hier hoch. Noch keine Bonusleistungen. Da wären wir noch drauf getreten, letztens im Gesicht gehabt. Nochmal so rum. Fenster reinigen. Jo. Leicht verdientes Geld. Auch noch richtig platzieren. Und wurde geputzt haben. Da will ich aber jetzt extra was haben. Ja. Das ging schnell. Schneller Auftrag. Wie Fortschritt. Wir sind fertig mit dem Auftrag. Also Fenster reinigen. Ich dachte, die haben wir schon gereinigt. Achso, hier gibt es noch einen Raum. Ups. Sachen gibt's. Sag man mir das doch mal, dass die Garage mehrere Räume hat. Ich bin auch heute noch ein bisschen am Rumboosten. Dreckige Reifen weg. Wo schmeißen wir den denn hin? So, Verschmutzung reinigen. Okay, jetzt wird man hier hingucken. Welche Verbesserungen? Das kann ich verbessern. Das kann ich verbessern.
ist alles schmutzig. In der Decke lang. Ich frage mich hier manchmal wirklich, was die Leute hier gemacht haben. Was hier passiert ist. Oder auch von Aktion. So, Fenster sauber machen. Immer noch leicht verdientes Geld. Und das lassen wir jetzt so. Das räumen wir nicht mehr auf. €7.000 für die Sache. Easy Money. Schaffen wir halt ganz schön was weg. Zweites Bad nötig. Ich habe ein großes Haus gekauft, in dem mir fürchterlich ein zweites Badezimmer abgeht. Okay, großes Haus würde ich aber heute lieber nicht machen. Und kommt für ein Gamer, das können wir mal machen. Das neue Highlight später. Ausstreichen klingt noch nach einer Sache. Ach, wisst ihr was? Ich könnte hier auch mal da noch mal reingucken. Können wir auch zum Schluss noch mal machen. Nämlich auf jeden Fall, vor allem hier im Haupthaus, muss ich erstmal Folgendes machen. Erstmal großer Kahlschlag. Dann neu einrichten. Ist kein Licht da. Mach hier wirklich erstmal klar Schiff. Damit ich freie Schnauze machen kann. Haus und Badezimmer brauchen mindestens zwei. Okay. Wenn ich ein zweites Badezimmer hinkriege, weiß auch nicht. Leitung verkaufen wäre ein bisschen dramatisch. Ich verkaufe hier erstmal alles. Nee, hier gibt es erstmal gar nichts. Richten wir nochmal von vorne ein. Radikal erstmal ausmisten. Die Tür hatten wir schon, das ist richtig so. Die behalte ich auch erstmal.
Deckenlichter. Mach ich auch erstmal weg. Das hat man eigentlich schon eingerichtet, aber was soll's. So. Einundsechzigtausend habe ich. Und beruhigt hierher versetzen. Interessant. Müssen wir fürs nächste Mal, wenn wir es nicht verkaufen wollen, geht um Menü. Habe ich den Weg gefunden. Können wir das nächste Mal ein richtiges Haus kaufen, eine große Villa machen. Und ein eigenes Hotel, ein eigenes Büro einrichten. So, Regal. Das hat man hier stehen. Nicht funktioniert nur, wenn wir drin sind. So, dann brauchen wir erstmal Licht. Lichter. Das war schon gar nicht falsch. Marotlicht. Da schönes pinkes Licht. Passt hier zu der Sache. Wow. Noch weiß es nicht rein. Erstmal Licht in alle Räume bringen. Es braucht eher blaue Lichter. Das blaue Licht. Wie wäre es, wenn wir nach Farben sortieren, wenn wir hier wirklich noch die Zimmer verschiedenfarbig einrichten? Das wäre ja eigentlich immer was. Nun ist das, glaube ich, Blitzblank. Aha. Du musst weg. Auch, auch. Mal auf blau. Können wir die Tapete noch ändern? Jetzt hier unten vielleicht mal gelb. So, dann mal hier ganz gelb. Im Bad machen wir dann noch was anderes. Eine schöne gelbe Licht ins Wohnzimmer packen. Fertigkeitspunkte. Hurra. So, blöderweise gerade keine Musik.
Okay, das darf ich heute auch nicht an. Ziemlich düster hier. Ein bisschen untapezieren. Und hier der Übergang dann hoch zum Blau. Finde ich gar nicht mal so verkehrt, wenn dann hier so eine Linie ist. Kann man machen. Wir noch ein anderes Fenster hier. Das wäre mal gut. Fenster. Gebleuchtend. Wand war ja auch blau. Oh, ich kann nach draußen. So muss das. Ich kann aber nicht in den Hinterhof, oder? Ich mir eine Tür reinbauen. So. Licht, Licht, Licht. Das wäre das Licht. Passen sogar Platz 2, 3 rein. Elegant. Gleich viel freundlicher. Hier ist eine Küche. Vielleicht können wir hier mal, vielleicht können wir was Grünes machen. Muss noch neu tapeziert werden. Das kann auch nicht sein, dass wir hier Backsteinmauern haben. Sieht doch nicht edel aus. Kriegen wir die Tapete hier noch mal. Schade, leider nicht. Aber ein Grau vielleicht. Puh. Habe ich noch übrig, muss ich noch auslegen. Hier noch das abdecken. Den Schandfleckmauer. Oh nein. Ja, jetzt haben wir hier so eine kleine Nische. Okay, wird das hier aber trotzdem mal raushauen, sonst wird das zu eng an. Wenn schon offene Küche, dann richtig offen.
hier gleich viel freundlicher. Dann machen wir hier noch eine Lampe hin. Oder zwei. Genauso. Und hier eine Küche hin. Ein hübscher Cyberpunk-Küche. Vielleicht auch ein bisschen grau zum hier zur Einrichtung passend. Joa. Jetzt kann man das doch anbieten. Habe keine Ahnung von Cyberpunk, aber das ist hier, sieht doch schon viel hübscher aus. Hier noch ein Schrank daneben. Ein Schrank hier, genau. Doch futuristisch und gut aus. Jetzt so ein mittiger Schrank noch. In das Küchenset. Müssen wir bitte Platz schaffen. Yep. Gehen wir erstmal hier hin. Machen wir es wie folgt. So. Hier eine Ecksache und hier. Wunderhübsch. Dann kommen hier Tische rein. Man hier schon essen. Ein Esszimmer können wir daraus machen. Fantastisch. Passt zu dem Bild. Stühle dafür. Hier, so ist das doch geil. Habe sie erwartet. Da waren es dann hier noch Regale. So könnte ich mir vorstellen. Elektrische Ausrüstung, was haben wir hier? Wanddisplay wäre vielleicht auch mal ganz gut.
Cyberpost-Zeitung. Die Zeitung. Quasi. Irgendwann später hin. Regale. Gibt's hier nur so unpraktische Regale? Kann wenigstens ein paar Bücher drauf abstellen. Bücher. Man besitzt scheinbar keine Bücher mehr. Auch ein bisschen futuristisch hier, ein bisschen Fernsehen. Habe ich gerade futuristischen Fernsehen gesagt, aber hier ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, so ein Display. Hier ein bisschen Lagebesprechung am Tisch. So ein kleines Regal für was auch immer wäre da auch nicht schlecht. Wir hätten da doch andere Regale, so eine solche runden. Und Toaster. In die Küche. Schön. Kaffee. Eine Kaffeemaschine natürlich. Darf nicht fehlen. Muss ich hier andersrum stellen? Ist keine nennenswerte Zukunft, wenn es keine Kaffeemaschine gibt. Zubehör, was haben wir hier? Handtücher, die gehen wir gleich noch rein. Das Bad. Das Wohnzimmer wollte ich jetzt mal ausgestalten. Sieht auch hier die Decke weiß. Da tut man nichts, die Decke einzufärben. Wir können vielleicht noch ein paar Schränke reinmachen. Quadratisch, praktisch Schränke. Haben auch ein länglicheres Regal. Schrank, die Wand. Ach, hier sind die ganzen. Und die Regale. Oben kommt das nicht. Oder ist jetzt Fuß? Fußboden, ja, jetzt als Schuh. Schuhablage.
Jetzt bauen wir hier natürlich noch einen Kleiderhaken. Flur gibt's nicht. Irgendwie so ein Haken. Kleiderhaken. Ich gerne was anderes, aber passt auch irgendwie. Jetzt hier noch Regale. Hängeschrank. Nee, da könnte man sich nur noch was mit denen hier basteln. Schwor. Noch ein Schrank. Sieht noch sehr clean aus, aber so, ja. Der erste Eindruck, würde ich doch sagen. Hier könnte man noch ein paar Bilder ranhängen. So, das Bad. Da wäre ich eher bei Blau oder bei Grün oder so. Nicht bei Gelb, nicht so wirklich Freund von. Hier so ein Grün. Oder Bad, ja. Pink, warum nicht Pink? Na toll, bis auf einen. Noch eins, da noch eins. Jo. Sieht halt ein bisschen blöd aus, aber das kann man vielleicht wieder mit Streichen regeln. Schwarzfarbe.
Ja. Kann man machen. So, jetzt brauchen wir eine Dusche. Badezimmer. Ich bezweifle, dass das hier reinpasst. Das wäre natürlich schon schön. Geht wahrscheinlich auch nichts. Das muss hier angebracht werden. Was, wenn wir diese Wand durchstoßen, kommen wir dann. Da kann man nicht weiter ausbauen, oder? Nee. Das wird nichts. Schade für die Dusche. Muss wohl die hier sein. Nee. Und der Boden muss unbedingt neu. Das muss weg. Licht. Wo ist der Lichtschalter? Lichtschalter muss ich aber woanders anbringen. Wer ist mit hier? So, in Klon. Wir können das Klo hin. Das ist ein Waschbecken-Ding. Mit da drüben Kloanschluss. Wahrscheinlich nicht. Geht da die Dusche kacken oder was? Waschbecken. Habe ich das entfernt, den Anschluss? Toilettenanschluss. Wasserinstallation, Toilette. Ja. Ist sehr teuer, aber. Die Toilette muss es ja hier wohl geben. Okay, ein Waschbecken. Muss dann auch noch hin. Vergoldeter Thron. Oha. Hallöchen. Willkommen in der Glutanum Community.
Ein neuer Follower. Das passiert selten. Halli, hallo. Und hallo, Uli Plays. Hallo, Exu. Exulotte. Hausflipper spielen wir hier gerade. Ich hole hier gerade ein vergoldetes Klo ein. Willkommen ins Chat. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Neue Zuschauer. Wie habt ihr mich gefunden? Das würde mich mal interessieren. Geht's mir? Oh, ja, das ist da. Muss ja irgendwie ein bisschen so eine halbe Erkältung wie am Ausbrüten, die sich mal bessert, mal wieder verschlechtert. Das ist. Weiß ich nicht. Wie geht's euch? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Was hat euch zu mir verrückten Streamer geschickt? Habt ihr jemand geschickt? Kam davon selbst her? Wenn ja, wie? So, Versteck anschließen. Er sagt schon an, das juckt mich jetzt wirklich. Was treibt einen wie euch zu einer wie mir? Sobald das vollständig. Im Wohnzimmer könnten auch hier ein hübsches Bildchen vertragen. Die Kuh. Hier so mal runterkommt. Netzbild. Ja, du sagst es. Wie noch was Kleineres. Deko. Spiegel. Joa. An die neuen, die dazugekommen sind. Spiel bisher in den letzten Wochen spiele ich hier. Jeden Sonntag Hausflipper. Und ja, die Woche, unter der Woche kommen verschiedene Sachen wie in den letzten Wochen lief verschiedenes. Nächste Woche erwartet euch Monkey Island, Return to Monkey Island. Könnt ihr euch drauf freuen. Bleibt ihr da, könnt ihr wieder einschalten. Glaube, hier mache ich auch mal Platz. Dann richten wir dann nächstes Mal neu ein. Brandneue Ideen.
Was haben wir hier? Die scheiß Kabel kosten 9 Euro. Und 5 Euro haben sie gekostet. Okay. Zurück zum Büro. Jetzt haben wir auch herausgefunden, wie wir das Büro oben platzieren können. Wir uns irgendwann eine große Villa und machen da unser richtiges, ein richtiges Büro rein. Hier. Am Platz der Feder darf nirgends so fehlen. Fehlen. Das machen wir nächstes Mal. Ich wär ganz dafür. Sollen wir jetzt Unterkunft für einen Gamer anfangen? Dann im neuen Jahr wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wie wir das schaffen. Und nächstes Ding im Bunker, vielleicht wenn es noch zu kurz ist, wenn es dann noch zu kurz ist. Ich guck mal kurz auf den Plan. Wir haben kommende Woche Pen and Paper am Samstag. Pen and Paper, How to Kill a Santa. Lohnt sich einzuschalten. Da werde ich den Spielleiter machen. Und vier fantastische Spieler zum Notebook schicken. Ja, nächste Woche, deswegen fällt Sonntag dann aus. Da hätten wir vielleicht noch, ja, dann hätten wir danach. Stimmt, am 18. können wir dann nochmal. Am 18. machen wir nochmal Hausflipper, dann können wir dann Unterkunft für einen Gamer machen. Und das hier, ich weiß nicht, wenn es noch passt, wenn ich dann im neuen Jahr. Ja, über Weihnachten muss ich dann nochmal gucken. Muss mal gucken, wie ich dann da streamen kann. Im Neujahr werde ich dann, Silvester werde ich auf jeden Fall streamen, da werde ich wieder hier sein. Da mache ich wieder ein großes, da werden wir reinfeiern. Da, wie letztes Jahr schon, das habe ich letztes Jahr großartig gefunden. Vielleicht kriege ich den Prof oder den Modi wieder dazu, dass er mich da begleitet, dass wir gemeinsam reinfeiern. Vielleicht können wir auch, Witcher habe ich auch wieder, oder vielleicht kriege ich irgendwie ein anderes Spiel geschenkt und so weiter, wo wir dann was mal reinstreamen können. Habe ich vor, das ist ein Ding, können wir machen. Gut, aber für heute würde ich sagen, ja, Hauptmenü. Ben, was war für heute mal? Danke fürs Zuschauen. Live auf Twitch und später auf YouTube in der Stream-Aufzeichnung.